Hey ja, und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. In diesem Video habe ich gesagt, ich weiß gar nicht, was ich mache, aber ich baue einfach ein paar PCs zusammen, weil ich dazu gerade eben Zeit gehabt hatte und ein wenig Platz schaffen wollte. Und das ist leider genauso wie das letzte Video auch wieder eins, was aus Zeitmangel irgendwie leider nur so entstanden ist, wie ich das hier gemacht habe. Also, wenn ihr da jetzt irgendwelche großartigen Unterschiede, die euch absolut nicht gefallen, im Gegensatz zu den anderen Videos auffallen, dann lasst es mich mal bitte wissen. Ich kriege das sonst zeitlich leider einfach nicht hin wegen der Ausbildung und weiß ich nicht. Ist irgendwie doof, aber ja, da muss ich noch eine Lösung für finden, in jedem Fall. Aber wir fangen jetzt erstmal an. Falls ich es in der Einleitung noch nicht gesagt habe, ich weiß gar nicht genau, was wir heute machen, nur so ganz grob. Ich schaue mal, was ich noch an Gehäusen und Mainboards und so weiter da habe und versuche daraus funktionierende PCs zu machen. Es wird wahrscheinlich passieren, dass diese 3 bis 4% der Zuschauer sich denken, boah, ist ja alt, kannst du nichts mehr mitmachen, bla bla. Und ja, ist auch teilweise begrenzt und Core 2 Duo heutzutage, aber ich weiß auch, dass einige Zuschauer von mir noch ein Core 2 Duo zu Hause rumstehen haben und damit vielleicht sogar dieses Video schauen. Und wenn man da 8 GB Arbeitsspeicher mitverwendet oder eine SSD und so weiter, dann reicht das auch noch für generelles Office und Surfen und so weiter tatsächlich noch aus. Na, wollte ich nur mal gesagt haben. Manche Leute sind nicht zu belehren, genauso wie ich, das stimmt auch. Und ja, das ist jetzt wieder auch so ein halb verkaterter Sonntag, obwohl ich keine Karte habe, weil ich gestern nur 4 Bier bekommen habe und wir dann wieder zurückgefahren sind. Aber nun gut. Den PC kennt man ja aus einem Video von mir mit dem Titel beliebigen Titel einfügen. Da ist irgendwie ein FM2 oder FM1 CPU drin von AMD. Irgend so ein AMD A4 mit 2x2,4 GHz, irgendwie 150 Cinebench-Punkte. Also tatsächlich auch mit SSD. Für Office reicht das absolut aus. Meine Freundin hat das ausprobiert. Lief wohl. Mit LibreOffice besser als mit OpenOffice, weil sie mit OpenOffice nicht klarkam, aber nun gut. Ja, und das Gehäuse war auch mal dreckiger. Sollte ursprünglich mal ein Gaming-PC werden, deswegen ist da noch die rote Lichtleiste drin, aber irgendwie fehlte da RGB-Bling. Oh, und jetzt geht er in den Ruhemodus. Sehr herzallerliebst. Und wir haben hier jetzt noch meine Mainboard-Schublade. Da sind noch Mainboards drin, die man für irgendwas verwenden kann. Hier habe ich das BIOS mal geflasht, dann hat sie wieder funktioniert. Da kam ich mal auf die Idee, hier eine WLAN-Karte drauf zu installieren, weil wir hier einen mSATA-Anschluss haben. Da könnte man theoretisch auch eine SSD reinpacken. Aber man hat ja genug Anschlüsse. Und was haben wir hier? Das ist kaputt, das weiß ich. Das konnte ich mal wegschmeißen. Also es bootet noch, aber ne, das totale Desaster mit den Budget-Gaming-PCs geht auf die Kappe dieses Mainboards und das Video nichts ist, wie es scheint. Ja, toll, ne? Hier haben wir noch, das dürfte Sockel 1151 sein, das ist noch zu neu für unser Vorhaben. Das können wir noch verwenden, aber ich habe leider keine FM2 CPU einzeln mehr hier. Das ist auch für was anderes hier. Nee, ah, ja, hier ist noch so Sockel 775 drin. Weil ich hier keinen Platz mehr habe, muss ich die Mainboards umgedreht da reinlegen. Hier haben wir noch Sockel AM3 irgendwas. Ja, mal schauen. Und hier sind noch so Verpackungen. Naja. Und hier sind jetzt tatsächlich ein paar Gehäuse, aus denen man vielleicht noch was machen könnte. Das da ist schon fertig und da unten links auch noch. Und da mache ich irgendwann noch mal was anderes mit. Ja, und als erstes werde ich, glaube ich, mit dem Dingen anfangen. Da habe ich ja schon mal ein Video zu gemacht. 300 € Eigenbau, 300 € Fertig-PC gegen 70 € Eigenbau. Natürlich war der Eigenbau-PC besser, da irgendwie noch so ein halbfertiger Gaming-PC oder Halb-Gaming-PC, meine Workstation. Irgend so ein Gehäuse, was eigentlich so aussieht, als könnte es nichts, es ist nur riesig. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal an und dann nehme ich den dann mal eben runter. Und meine Kamera könnte ich auch mal laden, ist doch auch toll, oder? Wie versprochen, PC Nummer 1, Lenovo H50 aus einem bekannten Video. Und mal gucken, ob ich hier vielleicht eine CD drin gelassen habe, aber dem ist nicht so. Aber wenn wir da jetzt mal reinschauen, fällt direkt auf, das ist kompletter Zapilot. Warum bist du jetzt ausgegangen? Ja gut, jetzt muss ich gleich nochmal ins BIOS. Da bin ich nämlich vorher irgendwie nicht reingekommen. Der hat irgendwie rumgenörgelt, dass irgendwas nicht funktioniert hat, keine Ahnung. Hier habe ich jetzt 4 GB RAM so eingebaut. Wir haben WLAN on board und könnten theoretisch auch eine Grafikkarte nachrüsten, aber brauchen wir gar nicht, weil was willst du hier mit dem Möfchen machen? Das ist eine Laptop-CPU. Ich würde sogar behaupten, dass man dieses Mainboard, genau dieses, für 50 € irgendwo verkaufen könnte, weil sich irgendjemand denkt, er hat diesen PC und dann braucht er genau das gleiche Mainboard. Ist natürlich absoluter Schwachsinn, aber könnte so sein, habe ich schon ganz oft gesehen. Da verkauft doch jemand einen 2 GB DDR3 RAM-Stick für 35 €, speziell nur für einen Fertig-PC. Ne? Und ja, für einen 2 GB Stick bezahlt man 5 bis 10 € heutzutage.
Also, naja. So, und der ist jetzt einfach ausgegangen und passiert auch nicht mehr. Die Tastatur hat auch sein Licht erloschen. Dann schalten wir ihn nochmal aus. Ich klemme da mal eben eine Festplatte an, pack den Installationsstick rein und schau mal, ob wir vielleicht auch einfach mit F12 ins Bootmenü kommen, falls er jetzt im BIOS nichts gespeichert hat. Und die Installation läuft jetzt auch, aber mir ist gerade was anderes aufgefallen. Das seht ihr ja sicherlich auch hier. Diese komischen Punkte, die sich überall hier auf dem Bildschirm jetzt verteilen. Kann sein, dass es da mit dem UEFI irgendein Problem gibt. Könnte ja sein, keine Ahnung, wenn es unter Windows funktioniert, soll es mich nicht weiter stören. Aber wenn man jetzt keine Videos wiedergeben kann oder 3D-mäßig irgendwas nicht funktioniert, dann liegt hier wohl ein Fehler mit der internen Grafikkarte vor. Und das wollen wir natürlich nicht. Andernfalls ist dann jetzt auch, wenn hier gar nichts funktioniert, vielleicht noch zu erwarten, dass man die Windows-Installation noch für einen anderen PC verwenden kann. Während das jetzt aber läuft, das nervt mich gerade echt, während das jetzt läuft, teste ich mal eben ein anderes Mainboard, ob es tatsächlich jetzt funktioniert oder nicht. Backstory zu diesem Mainboard ist, glaube ich, dass ich das schon mal irgendwo drin verbaut habe. Ich habe ja schon mal ein Video gemacht, wo ich einfach ein paar PCs fertig gemacht habe. Und mit denen gab es dann ein Problem, weil da eine CPU drin war. Da habe ich gedacht, okay, das wäre kaputt, habe es weggepackt und die CPU wieder zurückgepackt. Und später habe ich diese CPU in einem anderen PC verwendet und da gab es dann Probleme, habe die CPU gewechselt und dann wusste ich, aha, die CPU war kaputt und jetzt kann man Rückschlüsse darauf ziehen, dass das Mainboard vielleicht gar nicht kaputt ist. So, Piper haben wir installiert. Ich habe jetzt mal einen RAM-Riegel da reingeschoben. Und okay. Starten wir das mal. Das machen wir vermutlich hier entweder bei Rot oder bei Blau. Dreimal lang. Ich schätze, das könnte Arbeitsspeicher sein. Wenn ich den jetzt mal rausnehme und nochmal starte, dann ist es der Arbeitsspeicher. Okay, ich habe die Arbeitsspeicher gerade allesamt sauber gemacht, aber es wäre vielleicht auch schlau, mit dem ersten RAM-Riegel anzufangen. Hier sollte dann nämlich immer eine Beschreibung dran stehen, welcher ist. Dann ist das nämlich dieser hier. So, starten wir es nochmal. Wundert mich gerade übrigens, dass das Stück Kabelbinder nicht im Lüfter stecken bleibt. So. Und hier, wenn ihr einen Schraubenzieher verwendet für sowas, ne? Ja, ist ja gut. Dann müsst ihr vorsichtig sein. Okay, der meckert rum. Das ist komisch. Es begab sich nun so, dass ich dann noch anderen Arbeitsspeicher getestet habe und dann hat das Mainboard gar nicht mehr gepiept. Da habe ich einen Monitor angeschlossen und gesehen, aha, der macht irgendwas, will sich aber beschweren. Uhrzeit, Datum, andere CPU, anderer Arbeitsspeicher. Okay. Dann habe ich den Arbeitsspeicher vom ersten Testen wieder reingesteckt und der hat zuvor überall anders funktioniert, aber da hat der irgendwie nicht funktioniert, frag mich bitte nicht wieso. Und dann habe ich mir gedacht, okay, man könnte ja mal eine Installation damit versuchen. Und gerade als ich damit anfangen wollte, habe ich einen der Chipsatzkühler berührt und habe dann gesehen, dass es sofort einen Bildfehler gab und die Installation komplett, also das Mainboard ist an sich komplett abgeschmiert. Da habe ich die Installation neu gestartet, nochmal an derselben Stelle gedrückt und dann wusste ich, okay, da ist irgendwo eine kalte oder zumindest eine sehr, sehr, sehr wackelige Lötstelle und ja, weiß ich nicht. Hab dann nochmal versucht, anderen Arbeitsspeicher reinzupacken und irgendwie volle 4 GB haben auch nicht funktioniert und weiß ich nicht, dann war mir das auch alles irgendwie zu riskant. Das war irgendwie doof, weiß ich nicht, weil das Ding soll dann ja auch funktionieren und auch nicht nur für 2 Wochen oder sowas und dann, ja, ne, kommt das Mainboard eben weg. Währenddessen hat übrigens der Lenovo-PC bei der Installation einfach abgebrochen und meinte, ja, irgendwas wäre mit dem Datenträger nicht in Ordnung. Dann dachte ich, okay, vielleicht ist irgendwas mit dem Arbeitsspeicher nicht in Ordnung, habe dann 2x1 GB reingepackt und naja. Und schaut euch das an. Es gibt wieder einen Bildfehler. Ist das nicht jetzt allerliebst? Also, wir können uns ja eigentlich darauf einigen, dass das Ding vorher vernünftig funktioniert hat. Und wenn das Ding schon Anschlüsse hat für die interne Grafikeinheit, warum funktioniert das dann nicht? Was soll der Kappes?
habe nun einmal 8 GB DDR3 drin und es funktioniert jetzt auf einmal. Auch nicht mehr mit diesem komischen Hochfahr-Ladebalken, der da nichts macht. Vielleicht braucht ihr ja dann mindestens 4 GB, um überhaupt irgendwas zu machen. Aber ich will da jetzt nicht ein 8 GB Riegel reinknallen für so ein relativ schlechtes System. Das macht keinen Sinn. Wenig später läuft auf dem Ding jetzt auch Windows oder was? Mit den 8 GB RAM oder was? Aber mir ist so auf, oder was? Danke, oder was? Was soll das denn jetzt, oder was? Ja, mir ist auf jeden Fall aufgefallen, hier unten, die Leiste ist jetzt auf einmal weiß und diese beiden Symbole sind negativ. Vielleicht liegt das an Windows 10 Home, weil ich tatsächlich bei der Installation gerade nicht auswählen konnte. Macht jetzt einen Neustart für mich? Muss ich auch. Na gut. Na, ich habe das noch nie so gesehen. Vielleicht sieht das in Windows 10 Home so aus. Ich habe Windows 10 Professional. So. Nächster PC ist dieser hier. Kommt auch von einem Zuschauer. Den wollte ich ursprünglich behalten, um hier mal die alten Phantom 6 Kern CPUs zu testen. Aber dazu ist es bis jetzt noch nicht gekommen und deswegen mache ich hier jetzt etwas draus. Und es ist zumeist so, dass man ein Mainboard-Kit, also mit CPU oder auch mit Arbeitsspeicher oder beidem dabei, immer billiger bekommt, als wenn man den Kram einzeln kauft. Also wenn ich später mal Bock drauf habe, im Kit ist es meistens billiger. Diese CPU war da vorher drin, das war irgend so ein Sempron, ich glaube sogar ein Single-Core. Und naja, der wird jetzt gegen so ein AMD Athlon Dual-Core getauscht, weil ich den auch noch hier habe. Wollte ursprünglich den hier drauf packen, das ist ein Phantom und ich glaube auch ein Quad-Core, allerdings für Sockel AM2 Plus, auch schon uralt, mit DDR2, aber weil ich da mindestens 4 GB gerne für hätte, muss ich da nochmal welchen bestellen, kostet vielleicht ein 10er oder was, weiß ich noch nicht. Das mache ich jetzt erstmal sauber mit dem Pinsel, ich nehme das hier auch glaube ich raus und ich weiß nicht, das ist irgendwie ein hässliches Gehäuse, wie ich finde. Ich habe noch ein Terra-Gehäuse, aber ich glaube, das hat ein paar Kratzer zu viel. Ja, ich guck mal, wie ich das mache. Ne, das meine ich auf jeden Fall. Hier ist noch ein bisschen Schmutz dran. Das muss ich nochmal sauber machen, glaube ich. Und dann schaue ich mal, wie das aussieht. Ja, so sieht das Ganze doch schon wieder sehr viel schöner aus. Eben einmal kurz sauber gemacht, drüber gepustet. Den Lüfter, den konnte ich tatsächlich nicht ganz befreien von Dreck, wie man sieht. Der sollte eigentlich weiß sein, ist aber eher nikotingelb. Ich bin da so gut es ging erst mit Alkoholtüchern und dann noch mit Bremsenreiniger drüber gegangen. Allerdings sieht das Plastik jetzt wieder shiny aus, eben durch Silikonspray. Ich habe jetzt hier mal 2x2 und 2x1 GB draufgepackt. Da sind wir dann zum einen bei 6 GB RAM. Einmal ein Vorteil für mich, damit die 1 GB RAM-Riegel weg sind, weil die kannst du wirklich nicht mehr gebrauchen. Und na, weil das ja nur ein Office-PC wird, sollte das wohl so reichen. Das Gehäuse werde ich jetzt dann doch mal so behalten. Einfach mal auch ein bisschen sauber gemacht, von Staub befreit. Und dann werde ich da mal Windows installieren und ich hoffe dann mal, dass der Lüfter dieses Hammer-Netzteils dann auch langsam mal anfängt, sich zu bewegen, weil wenn nicht, dann müsste ich das wohl mal etwas auseinanderbauen. Oh, und ich habe hier immer noch die DDR2-RAM liegen und bin halb am Verzweifeln, weil ich nicht mehr weiß, welcher funktioniert oder welcher nicht oder warum oder ob überhaupt, wegen diesem Kack-Intel-Board da. Aber so gucke ich mir die Mainboards sehr viel lieber an. Und wer weiß, wenn er bis zu irgendeinem Zeitpunkt einfach nicht sich verkauft, weil das Gehäuse so hässlich ist, dann kann man da ja immer noch einen 6-Kerner draufknallen. Ein bisschen übertakten sollte auch gehen. Oh, da geht wieder der Bildschirm aus, selbstverständlich. Stromsparmodus oder was? Im Hintergrund macht er wahrscheinlich jetzt gerade Updates. Und dann, ne? Würde ich mal hoffen, dass ich da, wenn ich da 2x2 GB reinpacke, dass es dann vernünftig läuft, zumindest unter Windows. Den Kühler hier, den finde ich aber richtig cool. Guck mal, der ist hier so Gummi gelagert. Also die Gummis wurden rausgezogen, aber ne, hier sind zwei Schrauben, da ist ein Halter dran und dann kann man das Plastikteil von dem Aluminiumteil einfach trennen. Das ist schon nicht ohne. Aber warum man dann so einen schönen Kühler auch noch für einen Sempron nimmt und dann auch so ein relativ gutes Mainboard, sage ich mal, für die Zeit damals, ne? Sogar zweimal PC Express 16-fach. Oder haben sie hier? Ne, das sind 16-fach. 8-fach erkennt man daran, dass irgendwo hier ab der Mitte keine Pins mehr dran sind. Ne? Das ist einfach, dann gibt es noch 2-fach, das ist ein bisschen länger. 4-fach, ne? Ja, weißt du Bescheid. Und wie wir nun sehen, arbeitet das Ding auch vernünftig und installiert gerade per Ninite die wichtigsten Programme. Der hat damit auch gerade eben erst angefangen und wie man sieht, ja, der macht noch was. Und wenn er nichts macht, dann macht er wahrscheinlich Updates, so wie man es eben kennt.
So, da ja ein Sempron drin war, werde ich den, glaube ich, als Test-CPU für Sockel AM3 behalten. Ich glaube nicht, dass es AM3 Mainboards gibt, wofür man ein BIOS-Update machen muss, damit irgendwelche anderen CPUs unterstützt werden. AM3 und AM3 Plus sind auch zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ich habe noch ein sehr, sehr schönes AM3 Plus Mainboard, fällt mir da gerade mal auf. Aber ich glaube, das steht dann auch nicht zur Debatte. Jedenfalls ist mir noch aufgefallen, das versuche ich jetzt mal zu demonstrieren. Wenn ich den nämlich jetzt anhalte, war zumindest gerade so, schön hier in der Mitte machen. Siehst du, der fängt nämlich von alleine nicht wieder an. Und beim Starten macht er einmal so ganz kurz so einen Wackler und ne, man muss den halt anschieben. Und das ist doch schon ziemlich komisch. Ich schaue jetzt sofort mal nach, ob es irgendwelche Bewertungen zu diesem Netzteil gibt. Ob das irgendwie schlecht ist oder sowas, weil ich mit Hama noch keine Erfahrungen hatte. So, ich schätze mal, der ist ungefähr fertig. Wir sehen aber in der CPU-Auslastung, die fluktuiert noch ganz schön stark. So irgendwie. Na, also der macht wahrscheinlich im Hintergrund noch Updates. Dann habe ich ja noch ein Antivirenprogramm drauf, gerade eben installiert. Und ich glaube, habe ich zumindest letztens mal gesehen bei einer Installation, dass der nach der Installation direkt einmal den ganzen PC scannt. Und deswegen, ne, hoch, tief die ganze Zeit. Den habe ich jetzt noch, so lange wie es ging, eben am Laufen gelassen, weil er sich jetzt wahrscheinlich gerade noch Updates zieht. Habe dann auch nachgeguckt, da sehen wir ja, ne, zwei logische Kerne, weil dieses Mainboard tatsächlich die Eigenschaft besaß, dass man bei manchen CPUs ein paar Kerne freischalten kann. Es gab mal eine Zeit, da wurden 3-Kern-CPUs und 2-Kern-CPUs von AMD verkauft. Ich weiß gerade nicht genau, welche das sind, aber wenn man danach mal googelt, AMD Core Unlock oder sowas bei YouTube eingibt, gibt es irgendwelche Videos von 2010, 2011, 2012, wurden die wahrscheinlich so hochgeladen, wo dann Tutorials gemacht wurden, wie man eben noch ein oder zwei weitere Kerne freischalten kann, und das kann dieses Mainboard eben. Deswegen, so allzu schlecht ist das gar nicht. Und das haben die einfach nur gemacht, weil die sich gedacht haben bei AMD, ja, wir, anstatt dass wir, was weiß ich, 3x20.000 verschiedene CPUs bauen, mit verschiedenen Zusammensetzungen, was weiß ich, bauen sie einfach 60.000 mal die gleiche CPU und schreiben da einfach nur rein, ja, bei dir funktionieren nur 2 Kerne oder nur 3. Ne? Vielleicht geht das auch beim Sempron, ich weiß es nicht. Der Sempron, der sitzt jetzt irgendwo da oben, glaube ich, drin. Und der wird dann vielleicht mal als Test-CPU herhalten oder wenn, ja, weiß ich nicht. So, den können wir dann aber auch mal runterfahren, weil ich bei dem jetzt noch nachschauen möchte, was passiert, wenn ich den einen 8 GB Riegel gegen 2x2 GB tausche, ob es dann Probleme gibt oder was. Ne, weil das ist echt komisch, dass er bei den anderen Arbeitsspeichern beim Hochfahren solche Bildfehler gemacht hat, die jetzt auf einmal mit anderem Arbeitsspeicher nicht auftreten. Vielleicht kommt ja einfach nur die interne Grafikeinheit mit genau dem Arbeitsspeicher nicht klar. Könnte ja sein. Und hier kommt ein anderes Netzteil übrigens rein. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Bei Mindfactory wurde dieses Netzteil mal 2009 verkauft. Ein Preis stand nicht dabei. Und heute kriegt man von Haber nur noch so ein kurioses Netzteil zu kaufen. Das hat nicht hier eine Lüfter, sondern hier hinten. Und das ist wirklich noch sehr, sehr alter Standard. Und naja, 2009, wenn es dann verkauft wurde, habe gerade mal in der Wayback Machine nachgeguckt. 2012 wurde dieses Netzteil schon oder nicht mehr auf der Hama Webseite angezeigt. Also wird das wahrscheinlich dann auch schon um die 10 Jahre alt sein. Ne? Da will ich jetzt kein Risiko eingehen hier bei dem Ding. Und oh Wunder, 2x2 GB diesmal von Samsung sind drin. Und ja, jetzt gibt es auch keine Bildfehler mehr. Windows ist gerade vernünftig hochgefahren, nicht abgeschmiert. Also ja. Cool ist auch, dass da ja mal Windows 8 drauf war. Hier ist irgendwo noch ein Windows 8 Aufkleber drauf. Und ich brauchte jetzt Windows auch gar nicht zu aktivieren, weil die Aktivierung auf dem Mainboard noch drauf war an sich. Ja, dann lübt er ja jetzt, sogar ohne Grafikkarte. So. Ja, ich weiß, im laufenden Betrieb sollte man hier nichts machen, aber mein lieber Mann, ich passe ja auf, bla 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 bla. Wir müssen uns alle an alles halten, was man irgendwann gelernt hat, bla 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 bla. Ja, dann kann der aus. Und der ist dann als erster, als zweiter schon mal fertig. Dieses Netzteil, ne? Das. Warum macht man sowas? Lenovo. Why are you do this? This is confusion. Und am Tage darauf, ich habe hier gerade noch was anderes gemacht, deswegen liegen ja auch noch so viele Tücher rum, weil es wirklich auf einmal
glaube ich, 1 Uhr war und ich dann dachte, scheiße, ich muss ins Bett, wird dieser PC dann auch weggehen. Da habe ich dann 60 Euro für ausgehandelt und hier dann für diesen Monitor mit Kabeln, Maus und Tastatur ist jetzt nichts Besonderes. Dann nochmal 20 Euro mehr und dann noch Spritgeld, 5 Euro, Neunkirchen, ist ja nicht allzu weit weg. Ich glaube, das ist halbwegs fair. Ne? Mit dem PC kannst du ein bisschen surfen oder sowas. Und wenn du einen ähnlichen PC neu kaufen möchtest, bei Real oder so, dann sind die PCs wahrscheinlich ein Drittel so groß wie die. Ne? Diese Small Form Factor Dinger, die gibt es ja ganz oft. Dann ist da so ein Intel Celeron drin. Mit 4 anstatt mit den 8 GB RAM, wie sie hier jetzt drin sind, ohne SSD. Und du hast nicht mal einen Monitor dabei. Und dann auch noch mein Versprechen, dass wenn irgendwas kaputt ist oder wenn irgendwas nicht funktioniert, dass ich mir das zumindest anschaue. Ne? Ist klar. Auch wenn es schon länger her ist. Passiert aber in den wenigsten Fällen, musste ich wohl feststellen. Entweder weil alles funktioniert hat, auch noch nach längerer Zeit, oder weil sie es einfach vergessen haben. Ja, aber der soll jetzt nicht aktualisieren. Ich habe den extra per Reset-Knopf runtergefahren, damit der... Ah, scheiße. Ja, damit der fertig wird. Und der Monitor ist echt verdammt hell eingestellt. Also, Wahnsinn. Der wollte gerade noch ein Bild von dem Ding haben. Ich hatte extra am Telefon gesagt, ja, ist nichts Besonderes. Den habe ich jetzt noch hier. Der wird ja weiterhin da bleiben, weil der eben HDMI hat, weil er da einen Streifen drin hat. Und meine beiden Hauptbildschirme. Ja, vielleicht werde ich die bald mal erneuern. Ich habe sowieso vor, hier noch mal gründlich aufzuräumen, so ein bisschen. Und wenig später ist nur noch Maus und Tastatur da, weil er dann zu Hause wohl spontan noch Maus und Tastatur gefunden hat. Keine Ahnung, die durfte ich dann behalten. Aber ich fand das irgendwie ein bisschen komisch, weil der Sohn das tatsächlich so für die Familie gekauft hat. Der PC stand da auf so einem komischen kleinen Tischchen im Wohnzimmer und die Eltern, die konnten kein Deutsch. Also, ne, die hatten auch absolut von nichts irgendwie eine Ahnung, haben mich gefragt, ob ich noch eine Satellitenschüssel hätte. Die haben erst gesagt, Antenne für den Fernseher, haben mir nur gesagt, soll ich denn jetzt erklären, dass wir in Deutschland vielleicht höchstens DVB-T haben, aber das haben wir, glaube ich, auch nicht mehr. Ich lasse es besser mal. Hab denen dann gesagt, ja, guck doch hier bei Join oder Zattoo oder ZDF Livestream Mediathek irgendwas, aber mit ausländischen Sendern kenne ich mich eben gar nicht aus und naja, ne. Hab denen nur gesagt, holt euch gebraucht irgendeine Schüssel, das Billigste, was man im Baumarkt kriegt, ist ein wenig friegelig zusammenzubauen. Ich weiß nicht mal, ob er das richtig verstanden hat. Ja, hab dann gesagt, wenn was ist, sollen sie Bescheid sagen. Aber ansonsten, ja. Ich habe immer ein oder zwei Mäuse oder Tastaturen. Kurioserweise hier, die kommen immer mal wieder. Wenn dann jemand fragt, ja, willst du die Tastatur haben, sonst schmeiße ich sie weg, nehme ich sie mit. Und die ist jetzt auch, hat zwar einen PS2-Anschluss, aber mein lieber Mann, jedes neuere Mainboard hat zumindest noch einen PS2-Kombo-Anschluss für Maus oder Tastatur. Das geht voll klar, vor allem, ne, für ein bisschen Surfen und sowas soll sowas reichen. Ich frage mich mal gerade, welche Marke das hier ist. Acer, mein lieber Mann. Ja, so scheiße kann die dann nicht sein. Und so abgenutzt ist sie auch nicht. Bin hier gerade ein paar Mal mit der Zahnbürste durchgegangen. Also mit einer noch nie von mir verwendeten für die Zähne. Na, und dann ging das ganz gut sauber. Na denn. Tja, und das war's auch schon. Habe ich irgendwas vergessen, hier im Video zu zeigen an den PCs an sich? Falls jemand sich fragt, wie groß die Festplatten sind, sind immer 500 GB Western Digital Blue. Die findet man vorgetastet, auch mit Garantie bei eBay. Irgendwie 4 Stück für, ich glaube, 35,99 oder irgendwie sowas. Da hole ich mir mal 1, 2 von diesen Paketen, weil die funktionieren dann wirklich. Weil wenn man dann später so eine Festplatte hat, die kaputt ist, dann ist das, glaube ich, ziemlich doof, würde ich mal sagen. Ja, denk nur mal an das, was ich gerade am Anfang des Videos gesagt habe, wenn ihr überhaupt bis hierhin geschaut habt. Ich sehe nämlich immer, so der Durchschnitt der geschauten Videolänge ist irgendwie immer nur die Hälfte eines Videos. Das ist komisch. Heißt aber nicht, dass nicht jeder bis zum Ende guckt, aber trotzdem, naja. Über den Zeitmangel muss ich demnächst auch mal sprechen. Irgendwie das finde ich nämlich ziemlich doof, wenn ich wirklich meiner Leidenschaft nachgehen möchte und das nicht geht aufgrund von anderen Verpflichtungen. Ist das ziemlich doof. Nun denn, dann sehen wir uns aber beim nächsten Video wieder. Ich hoffe, da habe ich dann etwas mehr Zeit für. Also ich habe auch noch andere Sachen aufgenommen, aber inwiefern ich das alles hintereinander schieben kann mit der Zeit und mit dem Schnittprogramm, das jetzt zum Glück nicht abgeschmiert ist. Ne? Ich meine, ich saß jetzt nur 3 Stunden dran. Das ist, glaube ich, fast schon Rekordzeit. Ne? Ja. Wir werden sehen. Ja, okay. Dann bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.